Und damit herzlich willkommen zurück zu Max Payne 1. Wir sind in Punchinellos Anwesen und müssen jetzt seine drei Gefolgsleute ausschalten und höchstwahrscheinlich noch Punchinello selber. Aber erstmal sind wir in der Küche, haben uns ein Sandwich gemacht und lesen jetzt erstmal die Tageszeitung. The word on Lisa Punchinello is that she was a bit of a witch. The tarot cards on the kitchen table fit the picture. They weren't my kind of cards, but I was willing to take a crack at the hand Mrs. Punchinello had dealt. The first card was the tower. Maybe that was supposed to be the manor. It got easy after that. The devil was the master of the house, and death was me, coming for him. Tja, die Karten sagen ihm also die Wahrheit. Gut. Double Ingrams. Speichern, guck mal, ob ich hier irgendwas vergessen. Nein. Wer hat denn den Kühlschrank aufgelassen? Das kann es nicht sein. Hallo. Hallo. Au. Alter. Kündige dich bloß nicht an, du Affe. Habe ich jetzt noch ein bisschen Schaden genommen oder scheiß mal da drauf? Da oben steht 100%ig welche. Oh fuck. Jetzt liegt er hier unten. So, da nochmal gesäubert. Steht da oben einer? Oh, das ist gerade das Bild von der Wand gefallen. Entschuldigung. Na gut. Gibt's hier sonst noch was? Nö. Ein paar hässliche Gemälde. Und guck mal, ne? Es sieht so aus, als ob hier keine Sau drin steht. Aber jetzt hat er sich enttarnt. Der dumme Lappen. So, wer will als nächstes? Gibt's noch was Schönes? Nein. Noch ein schönes Kaminchen. Ja, Max Payne ist super im Piano spielen. Piano Reeves und so. Okay, lassen wir das. Und kümmern uns lieber um unsere Freunde von nah und fern. Genau, jagt euch mal für alle selber in die Luft. Uah. Oh fuck. Scheiße. Der verträgt auch ein bisschen mehr. Ich schlug erstmal einen Painkiller. Speichere nochmal. Hä? Warum ist die Tür zu? Ey, die Tür ging hier nicht auf. Was soll das denn? Oh, ein Painkiller. Sehr gut. Ich weiß ja schon, für wie wir gleich brauchen werden. Wir speichern erstmal vielleicht noch einen Cocktail mixen oder so? Nee, na gut. Okay. Geh gleich mal auf die Cold Kommando. Wie konnte ich mich eigentlich... Jetzt habe ich einen Painkiller geschluckt, das wollte ich gerade nicht. Na gut, okay. Gehe ich mal auf die Cold Kommando. Und lauf erstmal gleich fett rechts rum. Na, guck mal, wer da oben rumsteht. Ihr dreckigen Bastardi. Ihr werdet zu verkackt sterben. Ja, genau. Und Nummer 1 ist tot. Hallo Nummer 1. Hallo Nummer 2.
So. Hier unten ist zu. Ist wahrscheinlich ein Pornokeller. Okay. Raus geht's natürlich nicht. Ach ja, und ich... Das ist so ein Bild, Alter. Das habe ich mir damals so eingeprägt von Max Payne. Das war einfach genial. Muss man sich mal reinziehen. Okay, wo ist noch ein bisschen Ingram? Das ist sehr gut. Und dann starten wir doch mal den nächsten Herrn einen Besuch ab, wa? Oh, ich hab keinen. Two down, one to go. Wow, das lief jetzt ziemlich flüssig. Muss ich ja mal sagen. Okay, du hast das voll. Wir können nichts machen, da auch nicht. Okay. Weiter geht's. Und die Framerate ist gerade ein bisschen am Wackeln. Pain. Hey, du hast Schmerzen. Komm, ich helfe dir. Speichern. Don't stop at him! This will, so stop anything. Hey, come on. Oh. Ja, na gut, okay, ich wusste, dass das passiert, aber ich wollte es wenigstens mal mitnehmen. Ne? Don't stop at him! Speichern. Ich hoffe, wir schaffen das so, wie ich mir das vorstelle. Huh. Scheiße. Okay, das heißt, da muss ich... Uff. Nämlich die Colt-Kommando, glaube ich, wäre am besten. Oh, verdammt, scheiße. Oh, verdammt, scheiße. Der Mischung. Das ging ja noch mal gerade so gut, ne? Speichern. Das mit den Frame-Einbrüchen macht mir gerade so ein bisschen zu schaffen. Okay, habe ich die jetzt eigentlich schon? Ne, habe ich noch gar nicht. Wo steht denn? Oder hast du die? Ach, du hast die. Die M79. Und zwar haben wir einfach einen schönen Granatwerfer, den ich ungern verballer, aber auch ungern benutze. Gut, ich speichere nochmal und... Guten Morgen! Entschuldigung, wenn ich beim Kacken gestört habe. Der nächste, bitte. So, hier nochmal schön Planschi, 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 Planschi machen. Warum macht sich hier eigentlich einer... Beziehungsweise, warum badet er und nimmt Waffe mit? Das verstehe ich nicht. Hauptsache Painkiller. Das ist sehr gut. Ich liebe Painkiller. Painkiller, Painkiller, Painkiller. Okay. Niemand da? It was too late for her. Oh. You're a real angel, Max. I couldn't tell whether it was Mona or her sister. The body was a mess. The sick bastard had really gotten a kick out of it. Seeing her lying there got me thinking about another woman's body on another bed. Got me thinking about a fallen cradle. Tja, das erinnert ihn an die Wiege seines toten Babys. Und vielleicht auch an seine Frau. Okay, wir müssen aber trotzdem weiter. Denn wir haben ja noch eine Rechnung zu begleichen. Oh, und der Pizzaservice ruft an. Max Payne. Talk to me. Alfred Woden. You've got company. An armed helicopter just landed on the manor grounds. You must hurry. The more the merrier. Und wer ist Alfred Woden?
Das ist ja auch immer noch die Frage. Aber er hat okay. Hallo. Vince Mignano. Und liegt eine Waffe rum, die hat der Kollege da unten vorhin fallen lassen. Okay. So. Zeit für ein bisschen Dings Action oder was? Oh. Wenn man eine Waffe falsch einsetzt, dann so. Warum? Ach so, er knallt mich ab. Also er knallt mich. Ich sollte das irgendwie anders machen. Aber ich will doch nicht reinjumpen. Okay, dann wäre Cold Commando, aber. Hackenfresse. Verdammter Shit, wie soll ich denn das sonst machen? Hä? Ich will hier nicht runterspringen, ne? Alter! Alter, Digga, was hältst du aus? Na? Der nächste? Erstmal. Achso, ich hab grad nachgeladen, okay. Kann ich jetzt vielleicht just for fun? Nein, du kommst nicht raus. Das ist sehr gut. Scheiße. Wo ist er denn? Hier ist er. Ich will einfach mal ein bisschen damit rumtesten gerade. Und ich glaube, ich kann damit einfach nicht umgehen. Gut, dann doch würde ich sagen, spielen wir jetzt eine Runde mit der Cold Commando. Punchinello's Trio was done for. Ja, das war's dann mit seinem dreckigen Trio. Und dort hinter wartet der Boss persönlich. Outside my door. Hurry. He's coming for me. You gotta hurry. Please. I could hear Punchinello on the phone begging for help. He should have been saying his goodbyes. Punchinello was a pushover. The moment I stepped into the room, he folded like a deuce before a royal flush. No, wait. I was just doing what I was told. I couldn't refuse. She's someone high up. Government, maybe. I don't know. He was trying to buy more sand for his hourglass. I wasn't selling any. Uh-oh. No, I told him nothing. Alter, was geht euch denn? WTF. Ich sollte da, glaube ich, mit der Cold Commando reingehen. Und ich glaube, gleich mal Fett Painkiller schlucken. Gut, rein da. Und das überspringen wir jetzt. Ach du Scheiße, das kann ja lustig werden. Da steht der dusselige Stuhl. Mein Stuhl wieder rum. Glück gehabt. Und Punchinello, der Bastard, ist tot. Aber wer hat das angeordnet? Wo kamen diese Typen her? Ach du Scheiße. Ist noch was? Nö. Hier, scheiß Ikea-Lampen, verpisst euch. Na gut, dann lass uns mal weiter. Niemand hier? Speichern und raus. Drop it. Don't move. Game over, Max Payne. I could tell when I was outgunned. It was time to take another beating. The mystery witch was a real barracuda. Trouble on dagger heels, a smoking assault rifle in her hand, and an army of killer suits behind her. How sweet. I get to kill two birds with one stone. Sooner or later, it was going to catch up with you. Mr. Payne,
It's time to show you the benefits of my brew. Be a good boy now. You'd find that Lady Luck was really a hooker. You were fresh out of cash. Teil 3, dem Himmel ein Stück näher. Gentlemen, we're done here. Take me to Cold Steel. You just give me an OD of Valk here. I could feel green fire eating my brains. They turned to steam. They did a fade on me. I'd never had a chance. The witch had got me just as sure as if she put a gun to my head and pulled the trigger. The shadows rushed me. Bruised mugshot faces hungry for revenge. They knew my weak spots and closed in for the kill. The floor turned into a vortex of green blood. I fell. The flesh of fallen angels. Ja, und jetzt sind wir im nächsten Albtraum, nachdem man uns wieder eine Überdosis der Droge Valkyr gespritzt hat. Und eigentlich soll die Droge ja... Oh, ich hab nicht mal eine Waffe oder so. Und eigentlich soll die Droge ja bewirken, dass die Armee dadurch stärker wird. Das ist eine Droge, die entwickelt wurde, um die Armee stärker zu machen. Und ja. Und man hat uns eine Überdosis gegeben und wir sind wieder eine Runde am Kiffen. Aber ich würde sagen, wir kiffen in der nächsten Folge weiter und dann mal sehen, wo uns dieser Albtraum hier hinführt und wo wir dann schlussendlich landen werden. Und bis dann sage ich vielmehr tschüss und auf Wiedersehen.